Aguero eine ausgeglichene Bilanz. 5 Spiele gewonnen, 5 verloren, aber ja, Jorgic ist jeden Spieler schlagen. Absolut, absolut. Hat ja auch schon gegen einen Timo Boll zum Beispiel gewonnen. Hat wirklich ein paar große Ausrufezeichen gesetzt. Und was wir sicherlich sehen werden anstelle von Huno Sotsch, wollen mal sehen, wie er sich hier gegen Darko Jorgic schlägt. Ja, oder trägt der Seitenwechsel dazu bei, dass die Partie jetzt hier einem 0-2, ja, Spielrückstand. Und jetzt wohnen in Bremen, in Grenzau gespielt hat. Sehr stark zugedeckt. Hier gleich nochmal stark gelaufen. Ja, sehr, sehr stark gekämpft. Er hier nichts zu verlieren hat, dass er eigentlich ja so ein bisschen ein ja, Außenseiter, will man ein bisschen irritiert, war nicht sicher, ob der Ball eventuell noch... Ja, war an der Kante. Ja, der war an der Kante. 3-3. Kampfkraft. Er hat das gehört. Er will sich hier nicht ergeben. Der will natürlich für seinen SV Werder dranbleiben. Kann. Hat, glaube ich, insgesamt. Timing beim Aufschlag. Und für mich ist wirklich, ich bin sehr, sehr Rückstand. Wirklich nicht unruhig machen. Zwischendrin mal vorkommt, dann denke ich, ist auch normal. Ja, aber ganze Seite so ein bisschen mehr bevorzugt. Ja, aber wieder Schlag. Noch nicht das Timing gefunden hat. Es wirkt Darko Jorgic ja noch so ein bisschen, als ob er nicht die richtige Bindung hat. Das wäre eigentlich ein Ball gewesen, wo man vorher gesagt hätte, das könnte ein bisschen der Rhythmus. Ja, aber gefällt mir auch gut, was Aguero spielt. Bewegt sich sehr gut, man sieht auch zwischen den Ballwechseln. Eben auch gar nicht beweglich. Mal schauen, wie der Satz Nummer 2 hier bislang wirklich sehr, ja, ich würde mal fast sagen, respektlos und macht das sehr gut. Parallel in die Vorhand nach. Also. Wenn er das schafft, kriegt derjenige ist, der die Ballwechsel ja kontrolliert. Die Nervosität, vielleicht die Anspannung, ne? Er ist einfach nicht locker. Noch nicht. Ja. Das erste Mal ja auch so ein bisschen wie eine Gefühlsregung, als wollte er sagen, das ist doch mal. Ja, jetzt sieht man auch zum ersten Mal, dass Jorgic mit dem starken Rückhandaufschlag ein. Mit dieser Geschwindigkeit, das macht Aguilera bisher sehr, sehr gut. Timing, ne? Er weiß jetzt nicht, wann er den Ball vielleicht nur zurückspielen muss und wann er beschleunigen kann. So, das fehlt ihm auch. Jetzt kommt er wieder zurück zum Vorhandaufschlag, wirkt also wirklich ziemlich verunsichert. Getan, ja. Ganz wichtige Phase jetzt. In diesem zweiten Satz, der selbst zu viel einfacher macht, denn über den langen Zeitraum ist und eigener Aufschlag, das war nicht immer ein Vorteil bislang. Das war nicht immer ein Vorteil bislang. Ja, aber eigentlich auch wieder ein Halt. Schon 9-7 für Aguirre. Ersten etwas Satzbälle zum 1-1 Satzausgleich. Wirkt jetzt wieder etwas ruhiger. 2 Satzbälle. Und 2 Aufschläge. Aber wieder ein schlechter Aufschlag, der ihm eigentlich. Schon verloren. Mal gucken. Aber diesmal trifft er die Rückhand. Ja, gibt Aguero die Möglichkeit, vor einem Topspin mit. Und dann macht er den Satzausgleich. Das war das erste Mal, dass diese Rückhand in dem Spiel, was er gemacht hat, nicht ganz unzufrieden sein wird. Vielleicht den einen oder anderen ja einfachen Fehler hinterher trauern. Wo er eben dann die ersten Bälle verschlagen hat. Aber ich glaube nicht, dass er mit seinem Aufschlagspiel so richtig glücklich ist. Nein, sicher nicht. Die Frage ist, wenn nämlich Aguirre, so wie jetzt hier, den ersten Ball direkt etwas über Mitte platziert, dann kriegt Aguirre durchaus viel. An seinem Limit, ja. Sehr seriös in seinen
Schlägen auch, macht wenig leichte. Ich glaube, dass er ein unangenehmes Timing für die Gegner hat. Dem Punkt nimmt sehr, sehr früh, das alles beschleunigt. Gar nicht so heavy, gar nicht so fett. Ihn servieren, um den Aufschlag einfach kurz zu bekommen. Dass er wirklich will, er ist wirklich bereit, diesen Kampf, dieses Match an. Frieden mit seinem Spiel, aber das fängt meiner Meinung nach mit dem Aufschlag an. Er weiß, dass er eigentlich keinen Vorteil hat mit seinem Aufschlag. So wie wir jetzt gesehen haben, mit der Rückhand, das ist eine Sache. Aber immer wieder, wieder geht halt der Aufschlag. Stark, ganz stark hier. Und da hat man gesehen, warum wir Darko Jogic rückhandragend bezeichnet haben. Speedy, sag mal was. Wahnsinn, was er hier veranstaltet mit der Rückhand. Ja gut, er versucht natürlich den Ball ans Tisch Länge, ne, und wartet dann auf seine Chance, um dann auch wieder an den Tisch aufzurücken. Die geht in diesen Satz Nummer 3 auf das Konto von Aguirre. Auch wenn er hier in Rückschritt und nicht rausgerutscht. Jetzt mal die Variation. Plötzlich wieder dran. Immer schwierig, den Ball selbst zu kontrollieren und zu beschleunigen. Ja, aber er macht das clever. Er weiß wieder in diesem dritten Satz auf einem sehr, sehr guten Niveau. Aber da hat man ganz weit raus platziert. Darko Jogic ist wieder dran. Und Marcel Aguirre zu halten. Und da entschuldigt er sich. Gespannt. Ganz wichtiger Tisch und hat Jogic super getroffen. Und am Ende hat er wirklich hier in Satz Nummer 2 und in Satz Nummer 3 sehr stark geliefert. Ja, die letzten 3 Bälle waren richtig gut. Und geht er das? Wahnsinn. Speedy, du hast es so ein bisschen vorausgesehen, dass er quasi immer näher. Sich das Spiel hier nochmal nehmen lässt. Aber, wie gesagt, für den Underdog, der dann im dritten, im vierten Satz, ja, mit 2 solchen im Verlauf eines Spiels meistens ausgleicht. Aber man sieht jetzt, Jogic spielt einfach jetzt. Ja, ein Satz und jetzt liege ich 3-0 zurück. Das ist das, was Tischtennis eben so speziell macht. Ich muss. Ja. SV Werder. Weniger gehemmt und natürlich ja, ein bisschen freier in seinen Bewegungen. Ja, und hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er jetzt besseres Aufschlag. Und dieses Problem hat Jogic besser und besser im Griff. Dann auch viele leichte, unerzwungene Fehler. Aber ich glaube, das macht auch den Unterschied zwischen den Spielern aus. Stark. 1-3 Führung. Und das ist der vierte. Nun, Aguirre weiß, er muss jetzt vielleicht auch ein bisschen höheres Risiko gehen, macht er dann auch, aber hängt dann auch. Darko Jogic und ja, der wird für seinen FC Saarbrücken hier Match spielen gegen Marcel Aguirre. Ja, und insgesamt jetzt auch absolut verdient, muss man sagen. Saarbrücken hat eine mit dieser Mannschaft ganz vorne. Während wir hier nochmal den Matchball sehen, Darko Jogic, ja, wie man ihn kennt, wenn er gut spielt, sehr, sehr gut kontrolliert, nimmt ihn dann. Super Mannschaft, sehr ausgeglichen besetzt mit 2 absoluten Topspielern, Francisco.